Guten Morgen und Entschuldigung, liebe BSR. Ich habe natürlich vergessen, dass ihr heute Morgen kommt, sonst hätte ich das Rad hier nicht im Weg gehangen. Das tut mir leid, das habe ich nicht gewusst. Das war jetzt nicht umzustecken. Und der Tag fängt natürlich so an, dass ich Müll vom Laden gefunden habe, den ich jetzt natürlich wieder in den Hausmüll rein entsorge. Ich kann ja nicht den Müll jetzt so nehmen, wie er ist. Ja. Den schmeißen sie irgendeinen Scheiß hin, irgendeinen Dreck und einen Bierdeckel und schmeißt den in eine Gosse. Das macht man nicht. Kurioserweise ist ja alles schon getrennt, ja? Warum liegt denn das hier drin, in dem Müll? Also will ich jetzt nicht täglich zum Müllsortierer werden. Ja, wie gesagt, den ersten Auftrag haben wir schon. Meine Tochter ist heute immer noch zu Hause, heute ist aber auch letzter Schultag. Heute hätte sie vielleicht in die Schule gekonnt. Und somit hätte ich sie hinbringen können und gleich wieder abholen müssen. Dann hätte ich den Laden nicht aufmachen können, also haben wir gesagt, nee, heute nicht. Bleibt sie nochmal. Hat natürlich immer noch tierischen Husten, ist ja wohl ja nicht so schlecht. Sie ein bisschen auskurieren. Den ersten Auftrag haben wir. Bremsbeläge hier erneuern. Hatte ich ja gesagt. Mach ich jetzt. Du warst ja gestern dabei, hast du ja gesehen. Müllsäcker, ja. Ich hab mit Müllsäcker, ich hab's ja nicht gesagt, ich hab nicht damals gesehen. Ja, du dachte, ich hätte was gesagt, oder? Ich kann dir da ja nicht an. Der Kind. Naja, was soll's. Glaubt der Kinder so was? Na, was gibt's denn für Neuigkeiten, Wolf? Ja, zeig mal kurz. Ach. Was gibt's denn hier? Verdienst Mathe-Millionäre. Mathe-Millionäre? Na, ja, ist jetzt auch vorbei. Kann man auch nicht mehr machen. Und auf der letzten Seite guck mal, was da wächst. Naja, gut. Mann in Kirche erschlagen. In Florenz. Spanische Touristen herabgefallen, sollen im Moment erschlagen worden. Ja, nicht schlecht. Der Arnim baut schnell wieder alle zu. Ja, aber wenn es so leer ist, dann gehst du ja einkaufen und dann guckst du und findest ja was. Verkauf dein Zimmer komplett. Klar, logisch, warum nicht? Also wenn ich die Möglichkeit hätte und mir bietet da oben einer einen vernünftigen Preis für das Zimmer, würde ich das auch komplett abstoßen. Ich habe ja nur diese große Holzschnitzerei, da wisst ihr, diese... Aber ich letztens genau dieselbe gefunden. Hat einer eingestellt, gotisch, 18. 19. Jahrhundert, hat er geschrieben. Ich habe verglichen die Fotos, ist genau dieselbe Schnitzerei. Meine ist ja noch ein bisschen schöner. Aber genau dieselbe Größe, also Kopie davon oder was? Das haben sie ja mehrmals gemacht, wahrscheinlich, das Ding. Na ja, klar. Hat er 331 Euro für gekriegt. Ist das viel? Er hat noch geschrieben, gotisch, gotisch, 18. 19. Jahrhundert. Nein, der nicht gotisch. Reste von Bemalung hat er geschrieben. Die war niemals bemalt, da hat er nur dran rumgeschliffen. Also der hat richtig abgezockt, der Typ. Der hat ihn auf Blöde gemacht, wisst ihr? Wenn ich meine einstellen würde, würde ich schreiben, schöne Schnitzerei, gotischer Stil um 1900. Da würde ich ja nicht verkehrt liegen, wisst ihr? Ja. Genau, da würde ich auch keinen bescheißen müssen. Mein Licht ist kaputt. Ja, reparieren geht nicht mehr, wa? Austauschen. Ist ja, ist abgeschraubt worden. Ja, nicht. Spontan jetzt so, oder? Na, Winterpause ist bis März. Na, kannst du es wieder abholen. Jetzt habe ich gerade eins, du musst es schon da lassen. Nee, das geht leider nicht. Du musst es dann irgendwann mal da lassen, dann können wir das machen. Aber ich kann das nicht immer so... Okay. Das dauert ja auch einen Moment. Dann funktioniert es nicht gleich, wie man es denkt. Und dann, also es muss schon ordentlich verlegt werden, ja auch wieder das Kabel. Denn, das dauert ja auch. Dann vielleicht heute Abend. Ja. Okay. Tschüss. Ciao, ciao. Wenn der Cocktailsessel nicht so schwer wird, den würde ich auch ja nochmal einstellen. Der Kindersessel. Der Cocktailsessel. Ja, der Kindersessel. Oh, den kannst du ja nicht verschicken, der wiegt ja 20 Kilo oder was. Na, kannst du verschicken über Hermes, aber das Problem ist, dass wir den rumschmeißen und dann ist er am Arsch. Ich sag, mach ihm noch ein Angebot, pass auf, alles hier drinnen in dem ganzen Zimmer, alles was du willst. Ja. Also willst. Ja, wenn dann, will er ja alles. Er wird ja nicht alles mitnehmen. Ja, naja, aber ich meine. Naja, die Klamotten jetzt natürlich nicht. Deine Klamotten und dein Bett und so ein Scheiß, naja, bleibt ja schon erhalten, weißt du? Das Bett kann er von mir aus auch haben. Haha, du meinst. Die Europaletten. Ja, 20 Euro pro Europalette. Ja, ist ja bloß eine, ist ja bloß eine. Eine. Ja, ja. Ein 20 ist ein 20. Ja, genau. Genau, mach mal so. Ich schick mal Carsten rum zu dir. Ja, mach mal. Ja, bis dann, ciao. Würde ich auch machen. Bietet mir einer richtig Knete für das Zimmer hier oben. Aber also richtig Geld. Dann nehme ich das auch komplett ab. Das ist ja kein Hit. Und nicht? Fängt mal wieder von neu an. Für einen Trödler. Kein Problem. Ja, erleichternd, man hat wieder Platz. Später. Wir sehen uns gleich. Bremsbeläge sind dran übrigens, wollte ich nur sagen. Habe ich so nebenbei gemacht. Und der Koffer quietscht auch nicht mehr jetzt. Wir probieren aus. Achtung.
Quietsch nicht. So soll's sein. Jetzt gehe ich mal ganz kurz mit meinem Töchterchen zum Bäcker und werde ihr was zu essen kochen, was zu frühstücken. Ah, Mann, was rum sie läuft am Laden vorbei. Schau, Mann. Gerade kam Mitra zurück. Tretlager soll knacken. 1,29. Das ist kurios. Weil normalerweise halten die so ein Jahr wenigstens. Machen wir mal eine Probefahrt. Schauen wir mal. Es geht los. Schauen wir mal. Resümee, die gute Frau hat recht. Der Tretlager ist im Arsch. Also knackt jetzt schon. Nach 2 Monaten oder was habe ich die Räder? Vielleicht 3. Also im Grunde genommen wird das vielleicht nach 3 Mal ausleihen oder so. Ja, das kann nicht sein, ne? Das geht nicht. Das geht so nicht. Tja, die kann keine Probefahrt machen müssen. Man kann es bei der Wechselbelastung hier sehr schön hören. Ja, so ein Billigschrott, kann ich sagen. So, also das ist ja nicht so, dass wenn uns ein Kunde sagt, wir fragen ja nicht umsonst. Jetzt habe ich mal gesagt, wir fragen, beziehungsweise ich frage ja nicht umsonst, war alles mit den Rädern in Ordnung. Wenn ein Kunde sagt, da ist das und das nicht in Ordnung, das fragen wir nicht einfach so, das wird berücksichtigt. Dann wird es, wie in dem Fall hier tatsächlich, nämlich auch im Tretlager auseinander. Wenn der Kunde sagt, das ist kaputt, das funktioniert nicht richtig, dann wird es repariert. Also, die Frage bitte ehrlich beantworten. Immer, wenn euch jemand fragt, war alles in Ordnung, ist das keine Floskel. Das ist einfach wirklich nur zum Abgleich. Wir fahren die Räder nicht jeden Tag, ihr fahrt sie jeden Tag. Und darum müssen wir natürlich wissen, bei Mieträdern, was nicht in Ordnung ist. Hier ist es unwahrscheinlich. Es muss ein Produktionsfehler sein oder so. Oder eben halt das günstige Lager. An und für sich, irgendwie Montagsrad oder so. Hier haben ja schon die Pedalen gefehlt, als es geliefert wurde. Bei dem Rad, das weiß ich noch, da habe ich ja gleich andere Pedalen dran schrauben müssen, weil keine originalen Pedalen bei waren. Manchmal ist es so, ja, ehrlich beantworten. Ich brauche keine Angst zu haben. Ich stelle Tretlager natürlich jetzt nicht der Kundin in Rechnung, weil sie es kaputt gemacht hat. Naja, sie war ja nicht nur sie, sondern waren auch die 3, 4 anderen. Und dann ist halt auch noch ein Produktionsfehler wahrscheinlich. Oder Ausschuss einfach oder Müll, der einfach produziert worden. Es, wie auch immer. Es wird getauscht. Deswegen ist die Frage als sinnvoll zu erachten. Ja, das habe ich nur mal am Rande erwähnt. Wie gesagt, Tretlager ist jetzt gleich, Tret Kohl ist ab. Tretlager baue ich jetzt noch aus. Schauen wir mal, wie das aussieht. Mal nicht hören. Das hätte ich noch nie gehabt. Ja, also geht raus auf alle Fälle, Gott sei Dank. Die andere Seite sträubt sich ein bisschen. Na, ich bin da einfach reingerutscht. Ja. Also ich mache ja keine Werbung, deswegen gucken wahrscheinlich auch so wenig Leute. Muss ich mal so sagen. Ja. Mein Sohn, der lernt jetzt Zweiradmechaniker, also Zweiradmechatroniker heißt das Flur. Der lernt das jetzt richtig. Da habe ich gedacht, wenn man mal einen haben, der das wirklich kann, oder so, muss mein Sohn ran. Ja, so einfach sieht das aus. Ja, ich werde mich gerade gefragt, ob ich das gelernt habe richtig oder ob ich da einfach so reingerutscht bin. Und warum so wenig Leute meinen Kanal schauen. Ja, so wenig Leute schauen meinen Kanal, weil sie mich alle scheiße finden.
Oder was? Ich sehe keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil man keine Werbung macht oder mit Schlagworten großartig arbeitet. Das kann ich halt nicht. Da weiß ich auch nicht, wie es funktioniert. Da bin ich zu wenig Internet-affin oder YouTube-affin, um das zu machen. Auch wenn du ein Jahr auf YouTube bist oder zwei Jahre oder drei Jahre. Oder ich meine, ich bin ja jetzt schon auf YouTube. Hier gibt es ein Video von mir von, wie gesagt, 2008. Da haben wir schon auf YouTube Videos hochgeladen. Aber das ist halt, das ist einfach nicht, also, nee. Da muss man sich schon extra mit beschäftigen, das ist eine kleine Welt für sich, wie das funktioniert. Und das habe ich nicht, sage ich ganz ehrlich. Ich bin so eher der praktische Mensch, nehme Schraubenschlüssel in der Hand und dann geht's los. Deswegen werden wenig Leute meinen Kanal schauen. Oh, hier ist keine Winde mehr dran, um das mal zu zeigen. Schaut euch das mal an. Keine Winde mehr, ich weiß nicht, was die gemacht haben. Also okay, das Rad zusammengebolzt wie, weiß ich nicht, hier, damit du nicht warten musst, bis der Querschnitt draußen ist. Kannst du das auch noch mal gucken. Hier ist keine Winde mehr, es sind drei Windegänge und das war's. Das ist natürlich Schrott. Kommt natürlich weg im Müll. Da hat die Frau, die gute Frau, wirklich recht gehabt. Die hat sich alles zerlegt. Das sieht man auch hier. Na, ist ja klar, wenn er noch nicht hält, dann hält er nicht. Dann knacken die alle weg. Wird jetzt ausgebürstet ein bisschen und dann wird ein neues Lager angebaut. Ja, und darin gerutscht bin ich, weil ich irgendwann mal in meinem Fahrradladen Ferienarbeit, arbeitstechnisch, also noch zur Schulzeit, bin ich einfach hingegangen, zu Spieß. Und hab gesagt, habt ihr einen Job, kann ich nicht ein bisschen bei euch arbeiten? Und dann hab ich das gemacht und dann so ein bisschen ausgeholfen. Und das war's, ja. Und das fand ich so toll und da habe ich aber nur eine Ferien gemacht. Ja. Und nach den Ferien habe ich mich entschlossen, ich habe ja vorher schon Räder geschraubt. Aber so privat für Kumpels und so ein Zeugs. Ja. Und nach der Geschichte habe ich mich entschlossen, das auf Märkten anzubieten. Und bin über die Trödelmärkte so und hatte immer einen Stand mit Fahrradteilen. So, was man so damals ja wieder neu gefunden, ne? Oder auf Räumung und so. Vier Fahrradteile. Also mit 16 Jahren schon. Und hab Laufräder zentriert. Das war mein Beginn meiner Fahrradgeschichte, sagen wir mal. Also war so betet der Beginn. Also von Antiquitäten, Kunstteilen, Marktverkäufe und nebenbei habe ich Fahrräder zentriert, Laufräder zentriert. Für 10 Mark pro Laufrad habe ich ein Laufrad zentriert. Weil konnte ich ganz gut, das ist mir gut gelungen. Viele wollten damals, als ich zur Schule gegangen bin noch, wollten sie Speichen geflochten haben. Das war damals so ein Trend oder so, Speichenflechten. Und das haben nur wenige angeboten. Ich habe es unter anderem gemacht und habe für 15 Mark immer so eine Speichen geflochten. Ja, pro Laufrad. Ja. Und haben sich immer gefreut. Und dann habe ich irgendwann gesagt, naja, klar, du kannst das hinterher wieder so wieder zusammenschrauben und das läuft gerade. Also zentrierst du einfach auch. Und dann bin ich auf die Märkte, habe ich mal hingestellt, so einen kleinen Stand. Da zwei, drei habt ihr das angeboten, ihr könnt immer über den Markt laufen, bringt eure Räder mit. Am Anfang ist natürlich nicht die Laufen oder so, aber irgendwann lief das. Ja. Ich hab dann 4-5 Räder zentriert. Nein, das war ja viel Geld für mich im Grunde genommen damals. Also so nebenbei. War gut, Taschengeld. 40, 50 Mark, 16 Mark. War doch gutes Geld. Fand ich toll. War nicht viel, aber ich fand es toll. Nur für Laufräder zentrieren. Nebenbei habe ich ja schon Kram verkauft. So Müll, was ich so gefunden habe. Nach der Wende als People bin ich ja viel durch die Häuser. Und habe da Zeug zusammengekramelt. Irgendwie von Abrisshäuser. Irgendwas, was ich toll fand, habe ich mitgenommen. Und ich hatte einen guten Geschmack. Das war offensichtlich auch der Geschmack von allen anderen. Und konnte Zeug gut verkaufen. Das war der Beginn meiner Karriere, die jetzt hier im Kellerloch in Berlin Kreuzberg endet. So einfach sieht das aus. Was soll ich dazu sagen? Also im Grunde genommen, wenn du so willst, einfach so reingerutscht, kann man so sagen. Und ja, mehr oder weniger. Also es wurde ja immer professioneller und professioneller und professioneller auf allen Gebieten. Ja, und bei Fahrrädern ist es hier tatsächlich geblieben. Konzentriert sich. Also der Laden besteht ja nicht nur aus Rädern. Wir haben auch viele Antiquitäten und so einen Scheiß und ein bisschen Trödel und so. Wenn die Leute wollen, könnten sie es auch kaufen, aber wollen sie nicht. Die wollen hier Fahrräder haben. Und die können hier keine Fahrräder selbst reparieren, die meisten. Also biete ich das an. Ich kann es. Dann mach ich es. Ja? So einfach sieht das aus. Na und jetzt mittlerweile seit 8 Jahren täglich. Also täglich immer 12 Stunden. Und deswegen macht dann keiner mehr was vor. Ne? So machen wir weiter. Jetzt mache ich erstmal das Lager hier fertig und dann.
ist so ein bisschen, ich dachte YouTube selber, das wächst so durch YouTube auch so ein bisschen, dass da die Leute ein bisschen Werbung machen oder so. Vielleicht sagen, hey, guck mal, der ist ganz cool oder so. Aber ich glaube, ich müsste mich in diesen Facebook-Geschichten mehr drin hängen und Instagram und wie die alle heißen, ich habe keine Ahnung. Ja? Hört immer nur von meinem Sohn und da so ein bisschen posten und so ein Zeugs. Weil dann kommen nämlich auch erst die Leute, tatsächlich. Muss man schauen. Ich weiß es nicht, wie es genau funktioniert, ob es ein Patentrezept gibt dafür. Heute kommt, wie gesagt, vermutlich erstmal ein Video raus. Ich hoffe, dass das heute kommt. Das ist ja schon 3 Wochen her jetzt auch wieder, glaube ich. Oder 2 Wochen oder 3 Wochen. Wo sie hier ein Interview gemacht haben mit mir. Ich dachte schon letzte Woche kommt es raus. Ich dachte schon vorletzte Woche kommt es raus. Kommt einfach nicht. Die sind langsam mit dem Schneiden, mit dem Bearbeiten. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht bringen sie es auch ja nicht, weil ich so schlecht war oder so. Ich weiß ja nicht, ob das Material brauchbar geworden ist. Weiß ich gar nicht. Fakt ist, wenn das Video heute nicht rauskommt auf dem Kanal, was das geht, ja, ist ein Kanal irgendwie von irgendeiner Internetgruppe, dann lade ich das Rohmaterial hier hoch. Also ich habe ja das Rohmaterial von meinem Mitschnitt, davon habe ich sozusagen. Ja, und das lade ich dann hoch in voller Länge, könnt ihr euch dann auch hinziehen. Ist zwar alles sehr leise und nur aus einem Winkel gefilmt, das ist halt meine Kamera. Ja. So machen wir das. Jetzt mal ich Tretlager weiter. Ja, nicht vom Arbeiten abhalten. Weitermachen. Oh, jetzt kommt ein richtig gutes Lager rein hier auf alle Fälle. Ein LX-Lager. So, wo war ich stehen geblieben? Immer noch beim Kettenschutz, glaube ich. Herrgott, wo ist dieser Kettenschutz? Das kann doch nicht wahr sein. Wo habe ich denn diesen Kettenschutz hier getan? Denkt da doch. Mann, ey. Piep, piep, jetzt haben wir es. 11 Uhr. 11 Uhr ist es, liebe Leute. So, Lager ist eingebaut, eingeben. Jetzt kommt alles wieder dran, dann sind wir fertig. Ja, so einfach jetzt. Jetzt ist das neue Tretlager drin. Was wir jetzt noch machen, ist ein bisschen fetten Kette. Gleich, das mache ich ja immer. Das wird noch ein bisschen fettig, aber wir hauen noch ein bisschen was drauf. Fertig. Eine, zwei, drei. 3 Umdrehungen ungefähr, dann ist die Kette immer durchgelaufen. Dann noch ein bisschen durchwalken. Nicht zu viel immer, das sammelt nur den Dreck von der Straße. Das war's vom Lager. Also, hier steht: Über das Kettenrad und den Zahnkranz der Hinterradnarbe läuft die Gelenkkette. Also Kette. Soll diese richtig arbeiten, müssen die beiden Räder unbedingt in einer Flucht oder Spur liegen. Man spricht deshalb von einer Kettenflucht oder Kettenspur, heutzutage Kettenlinie genannt. Bild 20. Naja gut, okay, wenn der Rahmen verzogen ist, dann hat man die Kettenflucht nicht. Das erklärt hier dieses Bild. Also der Rahmen darf nicht nach links und nicht nach rechts ausschlagen, sonst stimmt das nicht. Sie liegt in einem bestimmten Abstand von der Grundliegelinie, Mittelebene des Rades und genau gleich laufen zu ihr. Den Abstand nennt man Kettenlinie. Fluchten bei einem fehlerhaft gebauten und verbogenen Rahmen die Kettenräder nicht, so wird die Kette von den Rädern heruntergezogen und fällt ab. Also von den Zahnkranzen, den Kettenrädern. Die Kettenlinie beträgt normal 1,5 Zoll, gleich 38 mm. Wie diese normale Kettenlinie auch bei den breiter zu bauenden Bremsnarben eingehalten wird, darauf ist in Abschnitt CB3 Kettenräder und Zahnkränze eingegangen. CB3. Und dann gucken wir mal. CB3. Ja, gut, das war ganz. 3. Kettenräder und Zahnkränze. Ah, wollen wir mal durchsehen hier. Kettenräder und Zahnkränze haben am Umfang Zähne und Zahnlücken für die Kettenrollen. Die Form der Lücken ist den Rollen bzw. Blöcken der Ketten angepasst. Mensch, das mal da hin. Für die Rollen haben die Halbkreisförmigen.
Für die Rollen haben sie halbkreisförmigen Grund. Die Zahnbrust ist leicht gerundet, damit die Rollen heraus- und hereinschwenken können. Gut geformte Zähne lassen die Rollen beim Ein- und Ausschwenken an der Zahnbrust nicht anstoßen, aber auch keinen großen Zwischenraum. Sind die Zahnköpfe zu breit, so bleiben die Rollen daran hängen, vergrößern die Reibung und beeinträchtigen den freien Lauf. Sie müssen nachgearbeitet werden, das macht man heutzutage nicht, man kauft einfach was anderes. Natürlich laufen die Ketten nur auf Rädern, die gleiche Teilung und Breite haben. Zur Versteifung staucht man leichten Rädern unterhalb der Zähne einen Rand an. Okay. Der auch den Kettenflanschen zur Auflage dient. Stand es ja verschiedene Muster. Ja, aber das, da heben sie ja nicht. Eine andere sind mit 3-5 kleinen Schrauben von 5 bis 6 mm festgezogen. Nein. Also eine Kette, eine geschraubte Kette komplett, habe ich noch nicht gesehen. Ja, hast du schon Kurbel festgeschraubt. 3. C, 3. Was hat er geschrieben? Welcher Absatz davon? Jetzt habe ich was Falsches vorgelesen. Das tut mir leid. Was hast du denn? Eingangrad? Hast du? Steht ja alle drin hier für Eingangrad. Fixie. Ah, genau, Fixie. Das ist nämlich das hier. Bei einfachen Ausführungen sind sie einfach aufgepresst, gefalzt und gebörtelt. Nee, das gilt für die Vorderradkurbel. Die Zahnkränze haben ein Gewinde von 24 Gängen a 1 Zoll. Bei einem Durchmesser von 1,38 Zoll gleich 34,8 mm. In einem einseitigen Bund, mit dem sie auf die Hinterradnabe aufgeschraubt werden. Die Entfernung von Mitte Zahnkranz bis Außenkante Bund misst 1,8 Zoll, gleich 3 mm. Starre Hinterradnarben haben den Zahnkranz mit dem Bund nach innen geschraubt. Die normale Kettenlinie 1,5 Zoll, gleich 38 mm. Bremsnarben dagegen 1,5 Zoll, gleich 41 mm, weil sie breiter bauen. Die normale Kettenlinie, deshalb Zahnkranz bei starren Narben bunt innen, bei Bremsnarben bunt außen. Nächste. Gegenscheibe mit etwas kleinerem Linksgewinde. Ja, das ist ja genau Fixie. Es sind in Gebrauch Kettenräder, na, das gilt ja heute alle nicht. Nach DIN FA, FA. Kettenlinie bestimmt. Das heißt Tretlager, deswegen die Tretlagerlänge. Boah. Ich glaube, das hier, das ist tatsächlich zu alt, das Buch. Das kann man dafür nicht nehmen. Steht zwar alles schön drin und das Schöne ist ja auch, wenn ich jetzt hier im Fahrradladen bin, ich kann natürlich drei Lager ranhalten. Ich würde zuerst beim Fixie, würde ich immer 118er Länge nehmen, würde dranhalten, gucken, wie die Kettenlinie läuft. Tatsächlich 118 oder 113 sogar. Ne? Kommt drauf an, wie der Rahmen, also normalerweise sieht man das ja schon. Ist der Rahmen für Fixie geeignet, dann ist es sogar nur ein 113er meist. Kommt aber auch dann wieder darauf an, was für eine Tretkugel du vorne dran hast. Also das ist alles nicht ganz so einfach. Weil je nach Tretkugel, je nach Tretamt, die bauen ja auch anders auf. Die haben die Aufnahme woanders. Wenn du sie letztlich dann raufgezogen hast, wo die denn sitzt. Gibt welche, die sitzen sehr weit in, da brauchst du einen 118er. Und gibt welche, die sitzen sehr weit außen die Grenze, also brauchst du einen 113er. Deswegen. Das sind die zwei Lager, die wahrscheinlich eh nur in Frage kommen. Außer du hast jetzt irgendwie ein Lastenrad zum Fixie um oder so, dann hast du vielleicht brauchst du ein breiteres Lager. Weil allein die Rahmenform das nicht zulässt, dass du ein großes Blatt vorne hast. Ja, weil der Rahmen ja immer am Hinterbaustrebe, dass er noch so ein bisschen nach außen schwenkt. Wenn dann ein Kettenblatt dran schleift und zu groß ist, dann nützt das nicht. Wenn du dir ein Fixie mit dem Fixie-Rahmen aufbaust, wird das immer funktionieren, weil da ist ja ja nicht dafür vorgesehen, dass der hinten nochmal auseinander geht, der Rahmen. Dünne Reifen und so bisher und eben nur Eingang. So ist das mal meine
meine Meinung. Aber ich schaue nochmal nach, ob es da eine Formel gibt, direkt dafür, wie man Kettenlinie berechnet. Ja. Ich mache mich schlau. Das eine weg, das nächste kommt. War denn hilfreich? Wahrscheinlich nicht. Ist ja auch Quatsch. Also, aber es ist ein schönes Buch. Der Aufbau eines Dynamos. Also so grundlegende Sachen kann man da gut sich rausziehen. Und dass es eben die federte Rahmen schon sehr lange gibt. Tatsächlich. Federung am Fahrrad. Hier eine Gabelfederung. Sogar Parallelogramm, Sichelgabel, die gibt es ja heute nicht mehr. Richtige Teleskopgabeln. Gab es alles schon. Hinterbaufederung gab es alles schon. Alles nicht neu. Ja, also wenn wir heute sagen, na, Fully, das gibt es ja erst seit 1900. 50? 60? Ist das was für mich? Was ist denn das? Fliegerhelm oder? Ist das ein Keuschheitsgürtel oder? Das ist ja krass bescheuert. Oder was? Was soll ich denn da mit meinen Hängeren packen? Oder was? Was für ein Klops? Jetzt muss ich mir die Hände waschen. Wer weiß, wer da schon drin war. Zeug damit. Unglaublich, ey. Unglaublich. Ist hier für einen Dödel. Kannst du aufschließen? Ja. Voll. Für den Chef filmen wir jetzt den neuen Teppich im Hausflur. Der ist nämlich gekommen, gerade wo er verliegt. Natürlich selber Regel mitgebracht hat, er meint. Da ist er. Das legt sich hier noch, meint er, habe ich gefragt. Das legt sich noch, das vom Rollen. Und mal die Füße heben. Schön sieht's aus. Fantastisch. Jetzt ist Frühstück. Also bis gleich, Jungs. Wir sehen uns. Auf zum Frühstück. Ja, was ist denn das hier? SM-Studio oder was? Alter, eine Spardose für den Mann von morgen oder wie? Oder soll da ein dicker Kitzler rein oder was? Da dachte ich, will mir erstmal Hände waschen hier. Warum kaufst du denn so was? Das war mit im Gepäck. Bei dir immer dabei oder was? Mann, ey, ich hole das Ding raus so. Das ist ja. Keuschheitsgürtel wäre noch, aber da hängt ja ein Gehänge drin. Meinst du, das für ein Gehänge? Das ist für ein Gehänge. Ach, das. Was? Ja. Ist das. Ja, hast du gedacht, da guckt die Poperze raus da hinten oder was? Die Proxy-Paxo oder was? Die muss ja auch irgendwo ihr Geschäft erledigen. Zum Rindkoten und dann rauslöffeln. Und dann wird das Kaviarschale ausgespült. Das war. Wir was essen gleich, Alter. Hier. So sieht das dann aus. Genießerpastete nennt man das denn. Wir brauchen Messer. Na toll. Jetzt brauchen wir wieder was. Messer, ich guck mal. Messer. Na gut, ich bin komplett eingestaubt, also viel habe ich jetzt nicht geschafft, habe es ein bisschen abgeschliffen, das eine Rohr hier ein bisschen, aber echt nur ein bisschen, also viel weit kommt man nicht. Mit einer Akkuladung kommt man also einmal hier drum, aber noch nicht mal komplett, also hier unten fehlt es noch. Ja, das ist es, auch eingestaubt, das ist das, was ich gemacht habe gerade. Ja, Frühstück haben wir. Nina war da, hat uns Gesellschaft geleistet und uns dann zugetextet.
Wie immer. Kommt mit, wir gucken mal, ob es was Neues gibt an der YouTube-Front. Nö, gibt es nicht. Dann gucke ich mal bei meinem Videomanager, wie viele Videos er mir gesperrt hat. Als nicht ansehenswürdig. Zum Beispiel den Livestream hat er mir jetzt gesperrt. Der ist ja vorhin durch Zufall ausgegangen. 171 Aufrufe, nicht sehenswert. Ist ja auch Quatsch. Also 96 Stunden, die kann man sich ja eh nicht mehr angucken. Das ist ja das. Ja, das Ding geht 96 Stunden, 46 Minuten und 47 Sekunden. 96, 46, 47. Die Maße einer guten Frau. Na, mal schauen. Es regnet mal wieder. Ja, kann man nicht machen. Abwarten. Hoffen, dass noch was passiert. Trotz Regen. Kriegen wir hin. Yippie, mein erster Auftrag heute. 15.17 Uhr. Es quietscht, sagt sie. Da hat sie recht. Woher das kommt, sie meinte Kette ölen, haben wir gemacht. Die Kette ist nicht. Ich fürchte, das ist eine Tretlager, ey. Das ist eine Katastrophe. Tretlager am Arsch ist denn. Ja, vielleicht. Tja, Fakt ist, Kette ist gespannt, gefettet. Und das quietscht auf furchtbarste Weise da vorne. Knarzt es und die hinten knarzt. Das könnte natürlich Kette sein, aber ich habe die jetzt so gefettet, geölt, kann die eigentlich nicht mehr sein. Die Schaltung ist perfekt eingestellt und in der Position, wie sie gefahren ist. Und sie sagt, sie rutscht durch. Ja, da ist die Narbe drin nicht ganz in Ordnung. Das wird ein teures Vergnügen. Tja, jetzt ist das passiert, was nicht passieren darf, eigentlich. Beim Aufpumpen hat sich die Felge derart verformt. Das war's. Die Felge ist durch, die Felge ist kaputt. Ja, beim Aufpumpen durch den Luftdruck von innen hat sich die Felge nach außen gebogen. Die Felge ist durch. Das tut mir leid. Das ist ein neues Laufrad, da wird ein neues Laufrad fertig. Ich kann nochmal nachgucken für die gute Frau, was das kostet. Scheiße, kann ich dazu nur sagen. Das war jetzt so natürlich nicht geplant. Ich lasse mir was einfallen, was wir jetzt machen, weil sie will ja um 6 Uhr wieder abholen. Jetzt habe ich alle gemacht, Bremsbeläge, alle. Schon wundert, dass ich es nicht eingestellt bekomme, hin und her geschoben und so. Zentriert nach links, nach rechts. Und pumps auf und siehst, wie die nach außen wandert. So. Pumps auf und dann geht die Felge so auseinander. Müll, Schrott. Kann man nicht machen. Zu spät die alten Bremsbeläge gewechselt. Also nicht die jetzt, die vorher drauf waren, sondern die davor schon. Also das ist scheiße. Das war schade. Ey, guck mal, ob ich da ein gebrauchtes Hinterrad erstmal finde, damit sie erstmal fahren kann. Das wäre ja toll. Mann, ist das ärgerlich. Ich schau mal nach. Ja, meine Herrschaften, ich nehme das Rad jetzt raus und werde dieses Rad tauschen gegen eins in meinem Mieträder. Ich habe Gott sei Dank noch ein baugleiches in einem meiner Mieträder verbaut. Ja, das muss raus, das ist Müll. Das kann man leider, was seid ihr denn da, nicht mehr verwenden. Das knallt dann mit mir mal weg und dann war's das. Das ist sehr schade. So, jetzt leg mal draußen plündern an einem meiner Mieträder. Da ist es. Das Ärmste. Mann, Mann, Mann. Das ist dreckig. Gelber Schlüssel. Jetzt brauche ich einen gelben Schlüssel. Dann baue ich aus.
im Hintergrund, was hier gut ist. Na, machst du halt winterfest? Ich mach alles winterfest. Du hast ja auch schon den roten Teppich ausgelegt. Da ist ja ein spaziert den Tag. Glück gehabt! Weil du mich gefangen hast. Ja, ja, weil ich da war, Schutzengel. Aber warte mal, beim nächsten Mal läuft den anders. Läuft den anders. Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Bis dann. So, und raus ist der Tinder. Ach, wie die mich alle verwirren hier, die Leute. Mit ihren komischen Allüren. So. Das ist das Neue, das mit der roten. Das ist die rote Edition, nämlich das ist ein bisschen besser, die neuere. Mit dem roten Faden dran. Da hast du auch einen Marathon Plus Trophy noch wieder. Der ist auch nicht ganz so abgefahren. Wie der, der hier drauf ist. Quasi ein guter Tausch. Aber ich tausche ja nicht. Da gibt es jetzt nur Übergangsweise. So blöde. Wahnsinn, natürlich. Ja, na gut, okay. Jetzt ist sich wohl bestimmt nicht gutet. Meine Güte, ich suche mir immer Jobs aus. Jetzt hier ist der Zug gerissen, wieder mal Bremszug abgerissen bei dem Rad. Da oben. Ja. Das muss erneuert werden und er möchte ein neues Bremssystem haben. Also ein Bremssystem, was nicht mehr hier oben als Gegenhalter, als Bremszuggegenhalter hier oben diese Schelle hat. Am Sattelrohr, sondern eine Seitenzugbremse quasi, die hier an der Seite den Gegenhalter hat. Dazu muss ich jetzt erstmal dieses Ding hier abschrauben, damit ich die Bremse abschrauben kann. Also dieses Speichenschloss oder wie nennt man sowas. Ah, ich suche mir immer echt so eine Sachen aus, die echt kompliziert sind. Machbar ist ja alles, wie gesagt, aber ich mal schnell mal. Funktioniert nicht. Alle kompliziert heute. Schraubt das mal ab schnell. Sonst kommt man nämlich nicht an diese Mutter. Die Bremse. Da ist das Schloss. Da haben wir es. Das ist ja in den Rahmen reingeschraubt. Jetzt kommen wir natürlich auch wunderbar an diese Mutter hier ran. Also wer sich fragt, wie man da rankommt, so kommt man ran. Man muss es erst demontieren, damit man montieren kann. Vernünftig. Ein bisschen Freiraum schaffen. Ich baue jetzt ab. Da ist sie. Das System nennt man Mittelzugbremse. Ja, weil der Zug in der Mitte gezogen wird. Mittelzugbremse. Bremse. Wird getauscht durch eine der klassische Seitenzugbremse. Die heißt Seitenzugbremse. Seitenzugbremse, ja. Weil, also eben eine klassische Seitenzugbremse. Die heißt Seitenzugbremse, weil der Zug quasi hier an der Seite gezogen wird. So. So funktioniert das. So und nur so. Na, mal gucken. Problem hierbei könnte der Gepäckträger werden. Auf alle Fälle. Der riecht nämlich schon nach dem Ding. Nämlich hier oben. Wo soll denn hier der Zug lang? Mann, ey, wie soll ich denn das machen? Echt, also wirklich, also, Mann, das klappt nicht. Ich kann keine Seitenzugbremse anbauen, nicht mit Gepäckträger. Funktioniert nicht. Ich habe eine Lösung gefunden, wie man das machen kann. Nämlich so. Ansonsten wäre der nämlich der hier vorne und würde genau hier da drüber über den Bogen. Man kann den Zug nicht nach oben wegführen. Man muss den von unten anführen.
wird so verlegt. Was soll man machen? Arbeit ist ja eine Lösung. Anders geht's jetzt nicht. Wenn er dann wieder Seitenzug bremsen will. Ja. Mittelzugbremse, sein altes System. Dann ist es natürlich schlecht. Ich komme noch klar. Ich denke mal, so kann man es lassen. Noch kürzen. Köckchenruf. Fertig. So, Tommy shoppt jetzt im Internet ein bisschen was Fast Food für. Wenn er abends nach Hause kommt, du ja schnell was essen. Er gibt immer nicht. Geht mal zum Spätkauf rennen und einen Scheiß zu holen. So Müll wie den hier. Das ist auch nicht gesund. Das ist nicht Sinn der Sache. Ja, deswegen shoppe ich jetzt. Ein bisschen im Netz. Und ein bisschen Scheiß. Mann, oh Mann, ey, jetzt habe ich ein Rad irgendwie verkauft. Das ist das erste Rad, was ich hier im Laden hatte. Tatsächlich. Und umgebaut habe. Auf billig zum Single Speed, weil alles kaputt war. Das habe ich jetzt verkauft. 80 Euro. Das war fast schon ein bisschen wieder nostalgisch. Das ist vor 8 Jahren, wisst ihr? Habe ich das so gebaut. Oh, ja. Mal gucken, ob das einer will. Ich wollte 8 Jahre lang keiner, jetzt will das einer. So ist das. Bremse stellt sich quer. Jetzt aber. Na, ich helf mal, wa? Das ist ja Katastrophe. Für die Kamera nochmal. Das Hinterrad muss ich jetzt ausbauen. Das geht so nicht. Ich kann jetzt noch nicht machen, weil da fehlen die Unterlagscheiben. Auf beiden Seiten. Also irgendjemand hat das schon mal ausgebaut, ne? Und die Unterlagscheiben statt hier dahin gemacht. Auf die Innenseite. Sieht natürlich nicht. Also raus damit. Wartet ihr noch um? Was will er? Sucht er was? Er hört nichts. Kopfhörer auf. Jetzt wird die Kette noch gekürzt, weil die ist zu lang. Kriegt so nicht rein. Also einmal Kette kürzen. Heißt ein Glied rausnehmen. Ein so ein Doppelglied natürlich. Ein dünnes, ein dickes. Dann wieder zusammenfügen. So, habe ich getan. Jetzt wird das Hinterrad wieder eingesetzt. Und zwar mit den Unterlagscheiben nach außen. Das ist ja auch normal. Auf Spannung gebracht. Kettenspannung. Fantastisch. So soll es sein. So, wer ist denn jetzt noch live mit dabei hier? Wer schaut sich denn das an? Gerade meldet sich keiner. Sagt keiner Bescheid. Hallo, hier ich.
will keiner sich out. Jo! Also auf alle Fälle, die Kette ist drin, die ist straff. Das muss ich immer leider berechnen. Die Schaltung funktioniert eigentlich. Bremse stellen wir jetzt noch ein und dann bin ich durch mit dem Rad. Und für heute wahrscheinlich auch, wa? Naja, gut für heute. Schneide dann noch Material. Das findet ihr alle mal langweilig. Ein bisschen der Stream auf Grundeis. Und die Grafikkarte nicht mit klar. Brauche ich eine zweite Grafikkarte? Brauche ich wahrscheinlich zweite Festplatte, zweiten Computer, zweite Grafikkarte. Einschneiden. Kriegen wir das hin. Das Videomaterial von hier werde ich jetzt schneiden. Es ist 7:45. Viel wird nicht passieren. Vermutlich, wer weiß es denn so genau? Ich weiß es nicht. Mal gucken, was wir heute zusammenkriegen an Videomaterial, brauchbarem Videomaterial. Also nicht wundern, jetzt werdet ihr Stimmengewirre hören. Und ja. Und dann wird der Stream mal kurz schlecht für die Zeit, wo es gerendert wird. Und danach ist er wieder schick. Also, dann sehen wir uns bei der Kamera, sehen wir uns morgen. Außer passiert noch Außergewöhnliches, Wissenswertes und Interessantes. Mit der Kamera sehen wir uns gleich nochmal. Ja, bin ja dann wieder da. Die ist ja immer an.